Ja, das mit Glorak war schon eine traurige Geschichte. Sein Leben lang wurde er eigentlich von allen verlacht, galt so als das Pokémon, was die Kiddies mögen, weil er cool aussieht, der jedoch eigentlich nichts kann. In Schwarz und Weiß hoffnungslos im Never-Used-Tier. Doch jetzt ist er erstmals in seiner Geschichte im Overused-Tier. Und das hat er seiner Mega-Entwicklungen zu verdanken, die beide echt richtig geil sind. Also insofern kann man das mit relativ großer Freude sich anschauen. Aber ja, wie würde man ihn sonst spielen? Das ist jetzt erstmal die Frage, die wir uns stellen sollten. Man sieht, dass er sich auf Level 16 zu Glutexo und auf Level 32 zu Glurak entwickelt. Und seine Statuswerte gehen dann natürlich sehr in die Richtung auf Spezial. Und genauso spielt man ihn auch, falls man mal ihn nicht in die Mega-Entwicklung setzen möchte. Sowohl ein scheues als auch ein mäßiges Wesen sind legitime Optionen, die man ihm geben sollte. Ich persönlich würde vielleicht eher noch ein scheues Wesen nehmen, um ihn schnell zu spielen. Aber wie gesagt, beides sind gute Optionen, weil er bei beiden Werten relativ gut ist, aber eben nicht ultra perfekt. So. Wie die EVs verteilen? 4 auf KP, 252 als Spezialangriff und 252 auf Init würde ich nehmen und ihm einen Walschal geben. Denn das boostet natürlich die Attacken, mit denen er angreift, nochmal enorm. Klar, er ist dann ein bisschen gefangen, aber trotzdem. Und ihn dann größtenteils einfach mit Spezialattacken spielen. Das bedeutet Feuersturm, Luftschnitt, Kraftreserve, Pflanze und Fokusstoß. Dann hat man schon mal ein ziemlich gutes Type-Coverage. Statt Kraftreserve Pflanze kann man ihm alternativ auch Solarstrahl geben. Da muss man ihn aber natürlich auch in einem Sonnentag-Team spielen. Und da kommt jetzt eben auch seine Fähigkeit ins Spiel. Falls er Solarkraft hat, was ich jedem empfehlen würde, ist es sehr ratsam, ihn dadurch zu spielen, denn dadurch erhöht sich sein Spezialangriff nochmal um 50%. Aber er verliert KP. Weswegen ich, wie gesagt, auch Scheu eher bevorzugen würde, damit er eben schneller angreift. Aber ja, wie gesagt, zu einem Sonntag-Team, ich würde ihm selbst nicht Sonntag geben, aber wie gesagt, ihn vielleicht mit Volnona spielen, was Dürre kann. Und genau ähnlich wie Bisaflor, was ja auch in einem Sonntag-Team stark war. Dann natürlich trifft Solarstrahl sofort, er kann mit Feuersturm viel, viel stärker treffen. Und hat dann ein ziemlich gutes Type-Coverage, wie gesagt. Und so kann man ihn dann, denke ich, auch ganz gut benutzen. Auch wenn Solarkraft ihn jetzt alleine nicht gerettet hat, wie gesagt, allein dadurch, dass er KP verliert, ist er immer noch so ein bisschen auf der schwachen Seite. Aber ja, ein bisschen Schub hat es ihm damals schon gegeben. Herzlich willkommen zurück zu Pokémon X. Ja, dann wollen wir uns doch mal die Belohnung dafür abholen, dass wir dieses Käufwaff gefangen haben, was nicht unbedingt so zu erwarten war nach meiner desaströsen Leistung in Pokémon Y, aber ich kann mit dem Ergebnis durchaus zufrieden sein. Hat nicht lange gedauert und von daher, ja, würde ich jetzt sagen, gehen wir zurück ins Schloss Tristesse und schauen uns, was hier so auf uns wartet. Ja, das ist die Milotic-Statue. Hier geht's raus, oder? Ja, ich möchte euch jetzt nur mal kurz zeigen, wie die Atmosphäre hier nachts aussieht. Denn, das ist wirklich episch, muss man sagen. Ich komme jetzt leider selten dazu, nachts zu spielen. Weswegen ich mir jetzt einfach mal kurz Zeit nehme, damit ihr hier, ein bisschen Flair von Pokémon X und Y nachts bekommen könnt. Die Lichter werden relativ schön dargestellt. Das habe ich ja seit Gold, Silber und Kristall ein wenig vermisst. Aber wie gesagt, ich komme halt leider eher selten dazu. Ups, da war ich schon. Da möchte ich nicht hin. Nee, ich möchte nach oben, damit ich mir dort das Feuerwerk ansehen kann. Und ich habe halt diesmal extra bis zum Abend gewartet, da das Feuerwerk nur abends wirklich Sinn macht. Oder schaut jemand von euch Feuerwerk tagsüber? Also, ich finde das etwas komisch, muss ich sagen. Aber gut, schauen wir einfach mal, was hier denn Schönes auf uns wartet. Jedenfalls Sanna. Und Sterne. Ach ja, ist das schön hier. Also ich hoffe, wir werden richtig gute Freunde, Jessie. Ja, keine romantische Szene wie beim Jungen mit Caleb, aber ja, wäre auch sonst etwas komisch, oder?
Zumindest wäre ein Kinderspiel. Das Feuerwerk, das wir gleich sehen werden, das werde ich mein Leben lang nicht vergessen, weil ich es mit dir zusammen gesehen habe, Jesse. Ach schön. Na wenigstens etwas. Und da geht's los. Schön. Auch wenn die natürlich sehr leicht explodieren, hört sich immer an wie kleine Kristalle, die oben zerspringen. Aber definitiv hat es sich zumindest da Mühe gegeben. Der, gute Schloss, ja. Wow, das war unglaublich schön. Ich würde diese Erinnerung für immer in meinem Herzen tragen. Ja, das war ein fabelhaftes Feuerwerk zu Ehren meines Käufers. Ich dachte für uns. Ah, gut, reicht das als Belohnung? Achso, da war doch noch was. Ja, die Pokeflöte. Genau, wir brauchen die Pokeflöte, um Lachs aufzuwecken. Ach ja, die Pokeflöte also. Pff, hol sie mal bitte, du Spuss. Sie war in der Schatz von Chateau Tristesse, bis ich sie als Sicherheit für ein Darlehen erhielt. Du hast Schulden gemacht. Pff, naja, Armenreich passen wohl nicht zusammen, weißt du? Jetzt gib sie ihnen schon los. Hier habt ihr die Pokeflöte. Jesse erhält Pokeflöte. Hören wir gut zu, Kinder. Sir, gib Geborgenes immer zurück. Das ist sehr wichtig, wisst ihr. Ich möchte auf dieser Reise zwar viele unvergessliche Dinge erleben, aber diesen Typen werde ich am liebsten nicht wieder vergessen. Er ist ein Arsch. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie anstrengend es ist, für ihn ist, diesen Palast zu führen. Mag ja sein, aber er ist trotzdem Nazi. Oh genau, Butler, was ist mit der Mega-Entwicklung? Ich glaube, mich zu erinnern, ein Buch zu diesem Thema gelesen zu haben. Jemand, den man heute einen Trainer nennen würde, hat einen mysteriösen Stein hochgehalten, worauf sich sein Pokémon noch weiterentwickelt, oder digitiert hat. Wenn ihr wollt, könnt ihr in die Bibliothek selbst einen Blick in das Buch werfen. Hier eine kleine Aufmerksamkeit von mir. Bitteschön. Wir erhalten TM17 Schutzschild. Bist du das, dass du nicht den Digimon-Manga gelesen hast? Naja, also auf jeden Fall, ja, solltet ihr bei Schutzschild aufpassen, der die schlägt, wiederholt fehl und ja, tschüss. Ich hätte gedacht, dass der Besitzer von Chateau Tristesse und dieser Typ mal befreundet waren. Ich ja nicht, weil er ist ein Asi und der andere nicht und wir müssen ihm unbedingt die Flöte zurückgeben, nachdem wir Relax aufgeweckt haben. Ja, er verlangt tatsächlich die Flöte zurück, das ist etwas, was eigentlich relativ logisch ist, aber in Pokémon so nie wirklich thematisiert wird, aber gut, wir haben auf jeden Fall mal die Flöte. Tristesse hat übrigens immer noch nichts gefunden, what the fuck, also die Mitnahmechance ist schon etwas strange stark gesunken, würde ich mal sagen. Aber gut, dann ist es auch jetzt an der Zeit, dass wir diesen Ort hier verlassen und zur eigentlichen Route, wo wir anfangs waren, nämlich zur Route 7 zurückkehren. Und diese heißt ja Rivière-Weg. Und warum er das tut, das werden wir dann noch sehen. Für diejenigen, die es nicht wissen, Rivière heißt auf Französisch Fluss und es muss ja auch irgendeine Bedeutung haben. So hinten kann ich nicht hin. Mit den beiden Joker, da habe ich auch schon geredet. Und ja, ansonsten scheint es nichts zu geben. Gut, dass wir das soweit geklärt haben. Dann würde ich sagen, verlassen wir das doch einfach. Moment. Ups, ich bin in den falschen Gang abgebogen. Ja, das ist mal ein Epic Fail, würde ich sagen. Ich wollte eigentlich anderswo abbiegen, aber irgendwie bin ich jetzt hier gelandet. Was so definitiv nicht geplant war. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, es ist ein relativ schönes Zusatz mit dem Feuerwerk. Kann man so sagen. Und ich finde, das haben sie relativ schön eingebaut. Genauso wie diese ganze Atmosphäre mit Chateau Tristesse und dem Magnum Opus Palast. Also, ich finde, das ist echt gut gemacht. Da hat man sich schöne Sachen einfallen lassen. Und insofern gehört das auf jeden Fall zu einer der schönen Punkte in diesem Spiel, finde ich. Das ist wirklich sehr schön designt. Auch mit dem Palastgarten, da hat man sehr viel Episches getan. Aber jetzt hier. Ah, das hatte ich ja wieder. Sag, muss ich es geschafft, die Pokeflöte zu besorgen. Ja, ich glaube schon. Wobei, haben wir sie überhaupt? Ja, ich möchte natürlich jetzt mal das Spiel speichern, denn ich möchte Relax fangen. Von daher, ja. Und ich möchte hier noch ganz kurz schauen. Ich denke, warum haut er jetzt ab? Ich möchte hier nur ganz kurz meine Beeren pflücken. Weil ihr seht, ich habe hier jetzt schon 5 Stück. Und das ist das Tolle bei dieser
Generation, wenn man Bären pflanzt. Es kommen nämlich nicht nur zwei oder drei Stück, sondern gleich fünf Stück, zumindest von kleineren Bären. Kleinere Bären sind eben Siddelbären oder Pirsifbären oder Amrena-Bären oder Maronbären. Solche, bei größeren jedoch geht es, glaube ich, nicht so schnell, aber ich würde euch jetzt nicht langweilen, indem ich hier ewig Bären pflücke. Ich wollte euch da nur mal kurz einen Einblick geben und ja, dann können wir jetzt loslegen. Verarscht du mich wieder, oder habt ihr diesmal wirklich die Pokéflöte? Ja, hier. Ja, danke. Du bist hier der Einzige, der darauf spielen kann, nicht wahr? Es könnte sein, dass er langsam so wütend wird und angreift. Seid ihr bereit? Jo! Es fühlt sich gut an, die Pokéflöte wieder hinten zu halten. Los geht's! Ja, wir haben sie ganz kurz im Inventar gehabt. Das Traurige ist, jetzt werden wir sie tatsächlich nicht mehr haben. Verdammt. Das Telefon klingelt, das tut mir leid, aber ich kann die Aufnahme gerade unmöglich unterbrechen. Wisst ihr was? Ich gebe das Mikro einfach ganz, ganz weit vom Telefon weg. Sofern das überhaupt möglich ist, weil ich kann das wirklich nicht unterbrechen. Das ist ein Scheiß mit dem Zusammenschneiden dann. Und insofern, ja, versuche ich hier irgendwie so zu kämpfen. Gut, es hat aufgehört, thank God. Und ja. Ich hänge jetzt hier so ein wenig fest in der Luft. Aber gut, wir kämpfen hier gegen Relax. Ich drücke hier irgendwie so die Knöpfe. Es läuft aber ganz gut, muss ich sagen. Also, Relax hat eine relativ niedrige Fallenrate tatsächlich. Ich glaube, sie liegt bei entweder 30 oder 45. Was niedriger ist, als so manches Legendäre hat. Zum Beispiel die Agapalkia, Reshiram, Zekrom. Ich probiere es einfach mal, ja. War eine relativ hohe Chance, dass es nicht klappt. Ich meine, ich habe eben noch nicht mal eine Statusveränderung verpasst. Insofern könnte das noch etwas länger dauern. Von daher, ich habe deswegen auch gut an Pokébällen aufgerüstet. Und hoffe mal, dass das immerhin einigermaßen gut klappt. Wow! Okay, das ist absolut episch. Cool! Also, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, dass das so schnell geht. Geil! Es ist erst satt, wenn es über 400 Kilogramm Nahrung am Tag gefressen hat. Ist es mit dem Essen fertig, schläft es sofort ein. Aber ja, sagt doch mal, wie episch ist das denn? Dass man hier die Möglichkeit bekommt, ein Relaxo zu fangen. Also, das ist wirklich so ein cooler Generation 1 Throwback schon wieder. Den man auch schon öfters gesehen hat. Und ich bin sicher, dass hat durchaus viele Menschen mich eingeschlossen gefreut, dass man diese Möglichkeit mal wieder hatte. So, ich werde jetzt den hier mal nach dem Game Master benennen. Das Dipper ist natürlich nicht beendet, deswegen nenne ich ihn einfach mal Game Master. Unglaublich, das Relaxo gefangen. Waff, waff. Hä? What the fuck? Achso, der Asi. Oh. Das Einzige, was man mit dieser Pokéflöte machen kann, ist sie so zur Schau zu stellen. Aber du spielst so schön. Und ja, mein Käufer fliegt in Klang dieser Flöte. Und ja, das ist Feuerwerk, aber Merlieb ist klar. Was? Ja, also das klang schon früher irgendwie besser. Also du musst schon üben, weil du kannst nichts. Okay. War das eben wirklich ein erster Schritt Richtung Versöhnung, obwohl es sich immer noch mit Asien gehört hat? Naja, wie dem auch sei, ja, du könntest jetzt gehen. Ja, das kann ich in der Tat. Ja, Zixos hat immer noch nichts gefunden, wie ich sehe. Ich habe aber gesehen, dass ich die viele EP, die man für Relaxo bekommt, auch so erhalten habe, was sehr nice ist. Wo kommt ihr beide plötzlich her? Hey, Jelly Jesse, Tomato Tomato meint, er wird gerne die Pokémon-Pension sehen, also gehen wir zusammen hin. Ja, ich kann es wohl nicht verhindern, ne? Hier kümmert man sich mit Freuden um deine Pokémon. Das ist nämlich die Pokémon-Pension. So ist es. Du kannst gerne bis zu zwei Pokémon in Pflege geben. Ich glaube nicht zu erinnern, dass es Vorteile ist, wenn man zwei Pokémon abgibt. Das stimmt. In diesem Fall kommt es durchaus, wenn wir sowas wie ein Ei finden. Wenn du das dann mit dir herumdrehst, stirbt vielleicht ein Pokémon. Echt? Das soll mein Kollege mit einem Pokémon raus? Dann soll ich vielleicht gleich mal ein paar Pokémon züchten. Mama mit voll vielen Tanzmoves. Voll die neuen Choreografie-Möglichkeiten. Möchtest du mich hinterlassen? Nee, gerade nicht. Ich möchte mich nur auf wenige Pokémon konzentrieren. Ich probiere das mal aus. So kann man die Sache natürlich auch angehen. Ich werde jetzt jedenfalls weiter nach Pokémon für meine Tanzgruppe suchen. Tanz-Hobbys. Oh, jetzt warte doch mal, Tiano, nicht so schnell. Yo.
Ich bin mir nur immer an meinen Zickzacks, könnte vielleicht mal was finden, aber egal. Pokémon, der das Eierschlupfer verfügt, manchmal über den gleichen Attacken wie Pokémon, die man zur Pflege die Pension gegeben hat. Ja, das werde ich gleich noch näher erläutern. Das ist nur so der Standarddialog, den ich euch mal zeigen möchte. Ja, wie funktioniert das Züchten? Es hat sich in dieser Generation fundamental geändert und das werde ich mal... Ich werde mal erst mich im nächsten Part um die Route hier wirklich kümmern. Oh, ganz kurzer Einschub. Wir haben einen Fünferkampf, beziehungsweise eine Massenbegegnung. So sieht das aus. Dann wirkt erstmal von jedem die Fähigkeit und jeder greift an. Ich sehe, die Levels sind deutlich unter dem Niveau, was man auf dieser Route sonst hat. Aber dadurch, dass es so viele sind, kann das trotzdem sehr lange hinziehen. Das passt mir jetzt eigentlich ganz gut, dass ich gegen sie kämpfen kann. Da kann ich euch das mal einmal zeigen, wie unglaublich nervtötend das sein kann, wie ihr seht. Aber ansonsten werde ich mich da nicht allzu sehr drum kümmern, sondern werde weiter über das reden, über was man reden muss. Übrigens, wenn ihr ein Pokémon fangen wollt, darf nur noch eins da sein. Ich weiß nicht warum, ich finde diese Regel irgendwie Bullshit. Die hat mich in Pokémon XD schon gelangweilt. Aber ja. Wobei, Quatsch, in Pokémon XD gab's die gar nicht, oder? Ich glaube, in irgendeinem Spiel gab's die Regel, dass man nur Pokémon fangen durfte, wenn nur eins auf dem Feld ist. Auf jeden Fall, es hat gelangweilt. Und hier ist es das Gleiche. Aber gut. Ja, jedenfalls. In Generation 2 bis 5 war es so, wenn man gezüchtet hat, das Pokémon, das rauskam, wurde von der Mutter definiert, also das weibliche Pokémon hat dann bestimmt, welches Pokémon rauskommt und der Vater die Attacken bestimmt. Es gibt nämlich mehrere Eigruppen, die sich gleichen. Und wenn man sich die eine, wenn man, keine Ahnung, zum Beispiel Merle hat die Eigruppe Fee. Und wenn ein anderes Pokémon ebenfalls die Eigruppe Fee hat, dann sind sie miteinander kompatibel. Oder Ditto. Ditto ist mit allen kompatibel. Und insofern, wie gesagt, wenn man ein Weibchen Merle mit einem männlichen Merle züchten würde, ist es klar, was rauskommt. Wenn man jetzt aber ein weibliches Merle mit einem anderen männlichen Pokémon von der Eigruppe Fee züchten würde, würde ein Merle rauskommen. Wohingegen, wenn das andere Pokémon von der Eigruppe Fee Weibchen wäre, dann würde ein Männchen rauskommen. Was macht denn der da? Hey, Jelly, du hast ja schon mal ein Dummiesel gesehen? Ja, das habe ich in der Tat. Es ist nicht so, dass es sowas unglaublich Flashendes und Bewegendes wäre. Und das läuft dann auch so ab, dass anschließend, wie gesagt, die Attacken dann auf das Pokémon übertragen werden. Wenn das Pokémon zum Beispiel Attacken durch Level-Up erlernt, die Eltern haben, dann erlernt es diese Attacken sofort. Oder aber, wenn es bestimmte Attacken gibt, die es nur per Zucht erlernen kann, dann bekommt es diese Attacken, wenn es vom Vater kommt. Aber das beenden wir mal in diesem Part, weil ich merke, dass ich nicht mal annähernd noch die Zeit habe, um darüber zu reden. Ich danke euch vielmehr für Daumen hoch und das nächste Mal geht es hier weiter. Bis dann.